In Berlin hat Kulturministerin Weiß die 53. internationalen Filmfestspiele eröffnet. Unter dem Motto Toleranz üben sind bis zum 15. Februar mehr als 300 Filme zu sehen. 22 davon stehen im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Wenn alle angekündigten Stars tatsächlich kommen, wird es diesmal endlich einen Rekord geben. Wie schon in den Vorjahren, die Amerikaner ganz vorne im Wettbewerb mit 5 Produktionen. Je 3 kommen aus Frankreich und Deutschland, unter anderem. Das wird hier als Fortschritt gesehen. Chicago, der Eröffnungsfilm außer Konkurrenz. Eine Leinwandfassung des bekannten Musicals mit prominenter Besetzung. Richard Gere, Kathryn Zeta-Jones, Renee Zellweger in der Halb- und Unterwelt. Gleich als Doppelpack, Regie und Hauptrolle George Clooney als verkappter CIA-Agent, der hauptberuflich beim Fernsehen arbeitet. Retrospektive Friedrich Wilhelm Murnau, eine Hommage an Nook Aimé, die Panoramareihe mit Weltkino aktuell und auffallend vielen Dokumentationen. Plus Talentcampus für Jungfilmer und das Forum des jungen Films, Schwerpunkt Asien, hier eine Milieustudie aus Hongkong. Die DDR lebt weiter auf Weltniveau. Mit 59 Filmen insgesamt ist Deutschland diesmal sehr gut besetzt. Hier hat jemand den Mauerfall im Koma verschlafen, mit unübersehbaren Folgen. Ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck...